Ja, hallo, ich bin Alina Reitze, ich bin 20 Jahre alt und bin aktiv hier in Fürstenfeldbruck bei der lokalen Fridays for Future Gruppe. Ich komme ursprünglich aus Kottgeisenring und bin hier in der Region aufgewachsen, bin in der Buchenau aus Viscardi zur Schule gegangen und wohne jetzt aber seit einem Jahr in Lüneburg. Also mich hat es im hohen Norden verschlagen, weil ich dort Global Environmental and Sustainability Studies studiere. Dieser etwas kompliziert klingende englische Studiengang steht für globale Nachhaltigkeitswissenschaften und beschäftigt sich eben mit globalen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthematiken auf einer internationalen Ebene und betrachtet dabei sowohl naturwissenschaftliche Grundlagen in Ökologie und Chemie, aber auch die menschliche Komponente, die gesellschaftswissenschaftliche Komponente wie in Kommunikationswissenschaften oder Nachhaltigkeitsethik. Aber meine Begeisterung oder mein Interesse, meine Motivation für dieses Thema habe ich schon sehr viel länger als dieses eine Jahr, seitdem ich jetzt studiere. Schon von klein auf haben mich Nachhaltigkeitsthemen begeistert und vor allem auch sehr beschäftigt. Dass die Klimakrise ein riesengroßes Problem ist, muss ich, glaube ich, hoffentlich niemand mehr hier sagen. Und spätestens dann seit 2019, als Fridays for Future als große globale Bewegung immer präsenter wurde, habe ich mich auch angeschlossen. Ein einschneidendes Erlebnis war der Sommerkongress 2019 in Dortmund. Das war ein großer Sommerkongress von Fridays for Future, wo aus ganz Deutschland junge, engagierte Menschen zusammengekommen sind. Und es hat mir so viel Motivation gegeben, dass ich dann auch beschlossen habe, mich hier in Fürstenfeldbruck zu engagieren und habe die lokale Fridays for Future Gruppe hier mitgegründet, die jetzt auch seit einigen Jahren noch aktiv besteht, wo ich auch noch immer Delegierte bin. Das bedeutet, ich bin quasi die Vertretung auf Bundesebene, aber generell haben wir keine Hierarchie, das ist eher so eine formelle Sache. Und in diesem Kontext haben wir dann die ersten Klimastreiks hier in Fürstenfeldbruck auf die Beine gestellt. Wir haben vor der Bundestagswahl 800 Menschen hier auf die Straßen gebracht, eine Demogröße, die Fürstenfeldbruck sonst nicht so oft sieht. Und auch darüber hinaus andere Aktionen wie Baumpflanzaktionen, Kleidertauschpartys, auch ganz aktuell diesen Freitag am 16.09. veranstalten wir wieder eine Müllsammelaktion und vieles mehr. Wir versuchen wirklich mit unseren Aktionen in die breite Gesellschaft zu gehen und dort möglichst viele Menschen, egal welche Herkunft, welches Alter, welches Geschlecht, zu erreichen. Und darüber hinaus richten wir uns natürlich aber auch an die Politik. Das ist natürlich auch ein großes und wichtiges Anliegen, weil es sind nicht die individuellen Konsumentscheidungen, die den großen Unterschied machen, sondern es muss sich im System, in der Politik, in der Wirtschaft etwas verändern. Und so haben wir auch klein angefangen sozusagen und haben in Fürstenfeldbruck ein Positionspapier ausgearbeitet und haben das an Stadt- und Landratsamt übergeben. Doch mittlerweile bin ich nicht nur hier auf lokalpolitischer Ebene aktiv, sondern auch in anderen Kreisen. Beispielsweise war ich jetzt im Juni auf den Zwischenverhandlungen der UN-Klimakonferenz in Bonn. Die Zwischenkonferenzen oder die Zwischenverhandlungen finden immer in der Hälfte des Jahres zwischen den großen COPs, den Klimakonferenzen, statt. Dieses Jahr findet in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und die Zwischenverhandlungen in Bonn waren quasi schon mal die inhaltliche Grundlage oder Ausarbeitung, wo die inhaltlichen Positionierungen der Länder geschärft werden, um dann letztendlich wichtige Entscheidungen zu treffen auf den Klimakonferenzen. Und ja, deswegen möchte ich nur sagen, dass es eben auf ganz verschiedenen Ebenen Aktivismus und Engagement braucht, sei es auf der lokalen Ebene, sei es auf einer Länderebene, sei es auf einer deutschlandweiten Ebene, aber auch im internationalen Bereich, weil Nachhaltigkeitsprobleme oder die Klimakrise eben ein globales Thema sind, bei dem wir alle Menschen und alle Länder mitnehmen müssen und große Fragen klären müssen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zu mir und meinem Engagement. Ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr aktiv bin bei Fridays for Future, auch immer noch. 2021, kurz nach meinem Abitur, habe ich mich dann auch entschieden, noch in einer anderen Ebene aktiv zu werden und habe ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, ein FÖJ. Das ist etwas, was ich allen Menschen sehr ins Herz legen kann, die vielleicht nach dem Abi gerade überlegen, was man tun kann. Und ich habe das bei der Jugendorganisation Bund Naturschutz in Pasing gemacht, einem Jugendumweltverband, dem größten Jugendumweltverband in Bayern, der sich sowohl mit Jugend- und Umweltbildung auseinandersetzt und Zeltlager organisiert, aber auch politische Kampagnen ins Leben ruft. Ich war beispielsweise beteiligt an einer Kampagne, die hieß Klimaschutz ja, nein zu 10H, die sich gegen die 10H-Regel, also die Abstandsregel zwischen Windrädern, gerichtet hat oder genauer gesagt gegen Markus Söder gerichtet hat, der leider den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr verlangsamt und ausbremst.
Und bei der Bundjugend bin ich auch immer noch aktiv, auch jetzt nach meinem FJ. In Niedersachsen bin ich zum Landesvorstand gewählt worden, also bin quasi Teil der Vertretung der BUND-Jugend in Niedersachsen. Das heißt nämlich außerhalb von Bayern nicht Jugendorganisation Bund Naturschutz, sondern BUND-Jugend. Bayern hat da immer ein bisschen anderes Wording. Und genauso bin ich auch auf Bundesebene im Arbeitskreis Klima tätig, der sich eben mit Themen wie Klimakonferenzen auseinandersetzt. Seit 5 Jahren bringt Fridays for Future allein in Deutschland hunderttausende Menschen auf die Straßen und zeigt, dass sehr viele Menschen, dass die breite Gesellschaft ambitionierten Klimaschutz will. Und leider zeigt sich aber, dass die Politik nicht dieses Tempo mitgeht und immer noch wichtige Klimaschutzentscheidungen verschleppt. Und da kann ich ganz klar sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht einfach nur irgendwie weiter so machen. Denn 2023 war der heißeste Sommer seit Wetteraufzeichnungen. Und das zeigt uns auch angesichts vieler Kipppunkte, die bald eintreten werden und auch Extremwetterereignisse, die schon sichtbar sind. Ich meine, die Flutkatastrophe im Ahrtal ist in allen ein Begriff und leider wird es noch mehr in die Richtung kommen. Alles nur Gründe, noch schneller und mehr für mehr Klimaschutz zu tun. Und Klimaschutz ist immer so ein großes, breites Thema, deswegen möchte ich mich jetzt auf ein kleineres Thema fokussieren, nämlich die Verkehrs- oder Mobilitätswende. Ein Thema, was gerade sehr, sehr präsent ist. Die internationale Automobilausstellung findet dieses Jahr das 2. Mal in München statt. Und wer zu der Zeit in München war, hat, glaube ich, gesehen, wie sehr viel öffentlicher Raum durch große SUVs und die Autolobby eingenommen wurde. Es gab auch Möglichkeiten, es gab ein Citizens Lab, Beteiligung der Bevölkerung, es gab auch E-Mobilität, aber alles in allem ist das Ganze leider noch ein großes Greenwashing-Event, wo die Autolobby versucht, sich zu verkaufen, nachhaltiger zu sein. Aber selbst wenn dort Elektro-SUVs rumfahren, muss ich leider sagen, das sind nicht die Autos, die wir in Zukunft brauchen. Ich sehe ein, dass es auf dem Land noch Autos gebraucht werden, wenn der ÖPNV nicht genug ausgebaut ist. Aber es sind kleine E-Flitzer meiner Meinung nach und nicht die großen SUVs, die zu schwer sind und zu viel verbrauchen, als dass wir es uns auch leisten können. Darüber hinaus ein ganz wichtiger Punkt, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, dem ÖPNV. Da muss noch sehr viel vorangehen. Ausbau der Bahnstrecken der Deutschen Bahn. Ich glaube, wir haben leider alle unsere Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Ich sitze leider auch sehr viel in verspäteten Zügen oder an Bahnhöfen. Und da muss einfach sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden, das sich verbessert und wir einfach nicht mehr so lange warten müssen. Und jetzt aber auch konkret auf Bruck bezogen. Man sieht es leider, man hört es, glaube ich, auch im Hintergrund dieses Interviews, wie laut die Autos hier in der Innenstadt sind, wie viel Raum diese einnehmen. Und wie wenig Platz dann für andere Menschen, für FußgängerInnen, für FahrradfahrerInnen oder auch für den ÖPNV ist. Da muss sich einfach noch sehr viel verändern, meiner Meinung nach. Und der Fokus weg von einer autozentrierten Politik hin zu einer mehr menschenfreundlichen Politik, mehr Platz für Fahrräder und FußgängerInnen. An der Stelle möchte ich aber noch mal ganz kurz sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich möchte hier keine Individual- oder Konsumkritik vornehmen. Ich richte meine Sorgen und meine Wut nicht an die Menschen, die morgens im Auto sitzen, im Stau. Auch nicht an die Menschen, die sich nicht leisten können, im Bioladen immer die nachhaltigste aller Varianten zu kaufen. Mir geht es darum, im Großen etwas zu verändern, in der Politik, in der Wirtschaft, im System. Denn wir haben nun mal keine Zeit mehr. Wir müssen in den nächsten Jahren so viel verändern, damit wir es noch irgendwie schaffen, das Pariser Klimaabkommen auch nur annähernd zu erreichen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, die 1,5-Grad-Grenze einzureichen, geht es um jedes Zehntel Grad. Denn es ist nicht so schaffen oder nicht schaffen, sondern es geht darum, möglichst nah an diesen 1,5 Grad zu bleiben. Und dafür werde ich und ich hoffe, wir alle alles Mögliche und Erdenkliche tun. Und was man dagegen tun kann, ist total vielfältig. Es fängt an damit, sich zu engagieren, sich mit Menschen in Kontakt zu setzen, die ähnlich denken wie man selbst, sich zu vernetzen. Es gibt zum Beispiel in Fürstenfeldbruck jetzt neu das Umweltnetz, in dem sich mehrere Umweltverbände zusammenschließen, gemeinsam für Dinge kämpfen, weil wir, glaube ich, ganz viel gemeinsame Interessen haben und die Energien und die Motivation bündeln sollten. So auch ganz klar der Aufruf an die jungen Menschen, die das vielleicht gerade sehen oder hören. Die Fridays for Future Gruppe Fürstenfeldbruck sucht immer wieder nach neuen motivierten UnterstützerInnen, beispielsweise jetzt zum globalen Klimastreik. Sprecht uns sehr gern einfach an, werdet aktiv
Und ja, selbst wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr habt nicht die Zeit oder die Energie, euch zu engagieren, dann gibt es eine Chance, bei der ihr alle die richtige Entscheidung treffen könnt, nämlich bei der Landtagswahl, die jetzt auch bald ansteht. Ich mache hierfür keine Parteiwerbung. Ich bitte nur alle, das Kreuz fürs Klima zu setzen und zukünftigen Generationen das Klima mitzudenken. Und ja, damit danke, dass ich hier sein durfte und noch alles Gute.